Wenn vermutet wird, dass Radioaktivität ausgetreten ist, kann es notwendig werden, eine Probe zu nehmen. Ein Probenahmeteam, ausgerüstet mit den erforderlichen Messgeräten, erkundet den Schadensort. Bei diesem Beispielfall werden Gefäße, die als radioaktiv gekennzeichnet sind, in einer Flüssigkeitslache vorgefunden. Das Probenahmeteam meldet die Sachlage dem Einsatzabschnittsleiter über Funk. Der Einsatzabschnittsleiter entscheidet, dass eine Flüssigprobe RN03 genommen werden soll. Er bereitet die dafür notwendigen Materialien für den Probennehmer vor. Dies sind Küchenrolle, eine 500 ml Plastikflasche, eine 50 ml Spritze, ein Trichter, Stift und Etiketten für die Beschriftung. Die Materialien und ein Probenbegleitschein können mit einer geeigneten Tragehilfe an der Absperrgrenze dem Probennehmer übergeben werden. Nun werden die Materialien im Gefahrenbereich für die Probenahme vorbereitet. Die Flasche und der Trichter werden unmittelbar neben der Entnahmestelle platziert. Mit der Spritze wird Flüssigkeit entnommen und möglichst ohne zu tropfen in die Flasche gefüllt. Während der Probenahme findet eine ständige messtechnische Überwachung statt. Die Flasche als Primärverpackung wird bis maximal zur Flaschenschulter gefüllt und dann verschlossen. Ein Etikett wird mit Datum, Probennummer, Uhrzeit und Kurzbeschreibung versehen. Vor dem Aufkleben wird die Probenflasche außen mit Küchenpapier abgewischt. Die etikettierte Flasche wird in die Dekonverpackung gegeben. Diese wird mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. An der Beuteloberfläche wird die Ortsdosisleistung bestimmt. Zwischendurch wird immer wieder ein Handschuhwechsel vollzogen. Der Probenbegleitschein wird nun ausgefüllt. Es ist besonders auf die Angabe der Ortsdosisleistung zu achten. Die Probe wird nun zusammen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein zur Absperrgrenze gebracht. Dort wird die Probe zusammen mit dem Probenbegleitschein in die Sekundärverpackung gegeben. Diese wird nun auch mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Beutel beim Verschließen möglichst wenig Luft enthält. An der Absperrgrenze wird die Sekundärverpackung mittels Wischtest auf Kontaminationsfreiheit geprüft. Dazu wird ein Zellulosefilter benötigt. Die Sekundärverpackung wird vor allem im Bereich der Öffnung abgewischt. Mit dem Kontaminationsnachweisgerät wird der Wischtest geprüft. Es wird zudem die Ortsdosisleistung an der Oberfläche der Sekundärverpackung bestimmt. Die gemessenen Werte werden auf der Sekundärverpackung vermerkt.
Bei Kontaminationsfreiheit wird dies an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Beutel notiert. Ist die Sekundärverpackung kontaminationsfrei, kann die Probe in ein Fachlabor für weitere Untersuchungen transportiert werden.